Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Drehstrom ist unser Thema. Das letzte Mal haben wir gemacht eine Sternschaltung mit symmetrischer Belastung und Neutralleiter. Haben wir gesagt, okay, eigentlich können wir den Neutralleiter weglassen, bei einer symmetrischen Belastung macht überhaupt nichts. Heute schauen wir uns an, wie das aussieht, wenn bei einer Sternschaltung die Sache nicht symmetrisch belastet ist. Okay? Aber wir haben jetzt nach wie vor einen Neutralleiter, okay? Also wir haben einen Neutralleiter angeschlossen, wir haben eine Sternschaltung, so wie hier aufgezeichnet. Nur dieses Mal gibt es eben ein R1, ein X1, ein R2, X2, ein R3, X3. Nicht alle gleich, sondern können unterschiedlich sein. Ja? Wir haben also wieder L1, L2, L3, die drei Phasen und den Neutralleiter angeschlossen. Wir haben also die Phasenspannung gegen den Neutralleiter und weil der Neutralleiter angeschlossen ist, ist es praktisch bei Null. Ja, also der Neutralleiter hat einfach keine Spannung. Okay? Das heißt, diese Spannungen hier schauen wieder ganz genau so aus. Also ich habe dann U1. Ja, da ist der U1. Ich habe dann da einen U2. Grad hinten und ich habe dann da den U3 nur mal 120 Grad hinten. Ja, haben wir mittlerweile schon ein paar Mal gehabt. Ich denke, das war jetzt keine große Überraschung. So, wie schaut das jetzt aus? Waren da unterschiedliche Strömerinnen? Ja? Ich zeichne jetzt einfach einmal unterschiedliche Ströme ein, ganz wild irgendwie, also zu U1, sagen wir, ist der Strom ein bisschen nacheilend und so groß, das ist halt da ungefähr so wie das letzte Mal, wie wir es aufgezeichnet haben, ja, leicht induktiv und so weiter. Bei U2, sagen wir mal, ja, wir machen das nur induktiver, ja, also der induktive Last ist dann groß, ja, wir haben einen ganz anderen Phasenwinkel und es ist auch länger. Vielleicht sollte das ein bisschen dazu schauen, was ist. Ja, also das ist der I1 gewesen. Ja, und das ist jetzt der I2. Und da sehen wir, okay, offensichtlich ist dieser Gesamtwiderstand da geringer, weil der Strom größer ist. Aber er ist auch induktiver, weil der Strom hier größeren Phasenwinkel hat. Okay, also eine komplett andere Last haben wir da drauf. Und da gehen wir jetzt, da sind wir voll wütend, da machen wir sogar eine kapazitive Last. Aber die ist vielleicht nicht ganz so groß. Ja. Das ist I3. Da sehen wir, halt, I3 ist sogar voreilend, gell? Das ist eine kapazitive, also das ist ein X3, muss also irgendwie ein kapazitiver Blindwiderstand sein. Also wirklich komplett wild durcheinander. Okay? Durcheinander habe ich das eingezeichnet und jetzt heben sich diese Ströme nicht mehr auf. Jetzt zählen wir die vektoriell zusammen, also der I2, wie lange habe ich denn da erwischt? 3 cm. Das mache ich jetzt hier parallel verschieben, diese 3 cm hier. Ja, also kommen wir da her. Das ist praktisch der I2. Und jetzt knallen wir einen I3 auch noch dazu. Der ist 2 cm lang und wird auch parallel verschoben, aber dadurch dann natürlich. Ja, da. Ja, also das ist der I2. Das da ist der I3. Und die Summe von den drei erzeugt hier eben bis hierher einen Neutralleiterstrom. Da sehen wir, aha, das ist noch ganz schön groß geworden. Ja, noch ganz schön gut gelungen bei so einer unsymmetrischen Belastung. Ja, da ist der IN. Weil es gilt ja natürlich weiterhin diese Knotenregel da in dem Punkt. Ja. Der IN ist ja natürlich das I1 plus I2 plus I3. Das Einzige, was nicht mehr gilt, ist, dass das 0 ist, sondern das hat halt irgendeinen Wert. Das heißt, dieser Neutralleiterstrom, der wird halt auch einen gewissen Betrag haben. Wir sehen aber, selbst wenn das so unterschiedliche Zusammensetzungen sind, dass der Neutralleiterstrom jetzt nicht jetzt voll arg riesig wird, weil die Summe ist, sondern die heben sich schon gegenseitig auf und so weiter. Deswegen reicht es, wenn wir den Neutralleiter mit einem normalen Draht anhängen und nicht irgendwie am
Quadrat, ne? Sondern genauso groß wie alle anderen. Reicht. Ne? Neutralleiter. Also dieser Neutralleiter, was der leistet, dieser Neutralleiter, ja? Der leistet, dass dieser Punkt hier tatsächlich in der Mitte, das heißt, diese Spannungen sich gegenseitig aufheben. Ja? Weil eigentlich sind ja die L1, L2, die U1-2 und also diese Spannungen hier, ja? Diese Spannung hier, die sind eigentlich das, die wirklich konstant bleiben. Gell? Also da haben wir ja die Spannung U1-2, hier haben wir die Spannung U2-3. Jetzt geht er mal schon aus, der Stift. U2-3 und das schon nach 1,5 Jahren schreiben. Das war nicht schlecht. Und hier haben wir U3-1. Eigentlich sind das diese Spannungen, die in einem Drehstromsystem fix sind, also die sind angenagelt. Ja, und der Neutralleiter sorgt eben dafür, dass der Punkt da in der Mitte ist, ja, dass sich diese U1, U2 und U3 so schön aufteilen. Wie sieht das aus, wenn der Neutralleiter nicht angeschlossen ist? Dann kann hier kein Strom rinnen. Ja. Der macht das einfach, der rinnt den Strom, der nimmt den Strom da weg, so dass da halt die Knotenregel gilt, dass sich ja, diese Spannungen so schön gleichmäßig aufteilen können. Das nächste Mal werden wir darüber sprechen, was passiert, wenn ich den Neutralleiter weglasse. Da kann nämlich kein Neutralleiter Strom rennen. Ne? Das heißt, das ist keine Option hier. Das heißt, was ist denn dann los, wenn ich die asymmetrische Belastung habe? Was ist denn da los? Ja? Und das ist ja, schier. Ist nicht so schier. Keine Angst. Schauen Sie sich das an. Okay. Für dieses Mal. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.